Herzlich willkommen zur Regionalberatung Niedersachsen. Wir befinden uns hier in einem Winterweizen. Der Winterweizen hat das Farnblatt geschoben. Helge, welche Maßnahmen stehen hier an? Herr Volker, es ist wichtig, jetzt die oberen drei Blattetagen abzusichern. Wir sehen ja schon einen gewissen Ausgangsbefall von Rost, aber natürlich auch Septoria ist latent in den Beständen drin. Welches Produkt würdest du hier empfehlen? Unsere Empfehlung ist hier, mit einem Revitrex zu arbeiten. Gerade bei diesen eben genannten Krankheiten haben wir da eine hervorragende Wirkung. Welche Aufwandmenge würdest du hier empfehlen? Wir arbeiten hier mit dem Revitrex mit einer Aufwandmenge von 1,2 bis 1,5 Liter pro Hektar. Wenn jetzt Bestände sehr massig sind, können wir hier noch einkürzen in dem oberen Bereich? Ja, das funktioniert sehr gut. Gerade Revitrex und ein Medax Top sind sehr gut miteinander verträglich. Irgendwo die 0,3 bis 0,4 Liter pro Hektar Medax Top adäquat, dann das Turbo dazu zum Revitrex ist machbar. Die Frage ist ja generell, können dann auch Herbizide noch zugemischt werden, um Distel oder vielleicht das eine oder andere Unkraut auch noch mit rauszunehmen? Ja, das ist auch absolut mischbar. Das geht also. Revitrex plus Medax Top plus Turbo plus entsprechende Herbiziden ist mischbar. BASF. We create chemistry.